Excalibur ist ein einfaches Whiteboard-Tool, das du gratis und ohne Account nutzen kannst und mit dem du auch mit anderen Personen gleichzeitig daran arbeiten kannst. Da haben wir zunächst mal die Stiftfunktion, Farbe, Dicke und so weiter kannst du da drüben noch anpassen. Und naja, ich zeichne da mal auf meinem Computer so eine Tanne sollte das werden. Wenn ich jetzt nicht zufrieden bin, dann kann ich das radieren mit dem Radiergummi und damit radiert es immer gerade das ganze Objekt. Wenn ich das irrtümlich mache, kann ich jederzeit auch wieder einen Schritt zurückgehen. Ein Objekt lässt sich auswählen und auch nachträglich noch verkleinern und verschieben. Sogar auch drehen bei Bedarf. Und auf diesem Whiteboard können auch Bilder platziert werden, zum Beispiel ein Foto. Auch dieses Foto kann ich noch verkleinern und so etwas drehen. Daneben gibt es noch weitere Formen, zum Beispiel das Rechteck ist recht praktisch. Das ziehst du einfach auf. Und hier kannst du zum Beispiel auch die Ecken abrunden oder die Füllfarbe ändern. In diesem Fall möchte ich jetzt aber die Füllung ganz farbig, also nicht so schraffiert. Und mit einem Doppelklick rein kannst du reinschreiben. Und auch da könnte man die Größe der Schrift noch ändern. Du hast hier ganz verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Da muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Sehr praktisch ist die Funktion mit dem Pfeil zum Beispiel. Da kann ich eine Verbindung ziehen zwischen zwei Objekten. Das muss nicht unbedingt ein Pfeil sein. Wenn ich da die Pfeilspitze anpasse oder ich kann die Pfeil auf der anderen Seite eine Pfeilspitze machen und wenn ich das Objekt nachträglich verschiebe, siehst du, wandert der Pfeil mit und ich kann ihn auch ein bisschen krümmen, wenn ich will. Ich kann also Mindmaps, Concept Maps und ähnliche Darstellungen wählen. Jetzt die wirklich tolle Funktion ist die Zusammenarbeit. Wenn ich hier auf diese Personen klicke, da kann ich auf sie zum Starten gehen und da diese Adresse musst du weitergeben per Mail. Abschreiben ist bei dieser langen Adresse ein bisschen mühsam, aber man könnte auch einen QR-Code machen oder in Teams oder einem anderen Tool weitergeben. Schreibe hier meinen Namen rein und teile nun diesen Link mit einer anderen Person. Die andere Person hat nun diesen Link erhalten und wie du siehst, zeichnet die andere Person gerade einen Hasen. An diesem farbigen Zeiger erkennt man, wer gerade am Arbeiten ist. Wir können also jetzt gleichzeitig in derselben Datei arbeiten. Wenn ich genug habe, kann ich jederzeit die Sitzung wieder beenden und die andere Person ist wieder draußen, kann nicht mehr mitarbeiten. Auch Links kann man darauf bringen. Ich habe hier eine Seite zu einem Hasen. Ich kopiere diesen Link hier oben und wähle zum Beispiel das Feld aus und tippe hier unten auf das Kettensymbol, füge diesen Link ein. Und bereits habe ich hier ein Linksymbol, das die Seite in einem neuen Tab öffnet. Ja, du siehst, es ist ein recht mächtiges Tool, um gemeinsam Ideen zu sammeln und Wissen zu ordnen. In diesem Fall bin ich jetzt nicht angemeldet. Das heißt, wenn ich das nächste Mal drauf komme, ist diese Seite möglicherweise nicht mehr vorhanden. Ich kann sie mir über diesen Befehl hier als Bild speichern und so habe ich sie in Sicherheit. Da gibt es verschiedene Formate, ich kann die Größe und so weiter auch wählen oder ich kann über diesen Befehl hier die Datei auf die Festplatte speichern und
Später könnte ich sie mit diesem Befehl wieder hochladen und daran weiterarbeiten. Also auch ohne Account lässt sich gut auch dauerhaft über mehrere Male an derselben Datei weiterarbeiten.